Sorry. Ja, hallo Gopal, herzlich willkommen zum Interview mit dem JetzTV-Team. Hallo. Hallo, freut mich. Ja, mich auch. Und ich glaube, alle Freunde haben wir uns auf das Interview gefreut. Und ich fange jetzt mal an mit der ersten Frage. Du arbeitest ja als Traumatherapeut nicht nur lokal, wie so andere Traumatherapeuten, sondern durch deine Arbeit ist ja ein riesiges Netzwerk entstanden, mit wo viele Menschen irgendwie daran beteiligt sind. Wie siehst du es aus deiner Sicht? Was ist irgendwie anders? Was machst du anders als andere Traumatherapeuten? Was unterscheidet deine Arbeit? Ist es der spirituelle Hintergrund oder dass du einfach gesamtgesellschaftlich denkst und planst? Wie könnte man das beschreiben? Ja, vielleicht, weil es viele verschiedene Aspekte hat. Also einmal ist es ja dieses Selbsthilfenetzwerk, ne, was keine Traumaarbeit an sich ist, was aber in diese Richtung geht mit den lokalen Gruppen. Da sind halt viele Menschen involviert und die können auch eigenständig, ja, tätig werden, auch unabhängig von mir und sich miteinander helfen. Das ist wahrscheinlich ein wichtiger Aspekt. Das andere ist die eigentliche Traumaarbeit. Die sozusagen auf, ja, im Prinzip auf den neuesten Erkenntnissen der Neurophysiologie und der Bindungs, Beziehungsebenen basiert, also Stichwort Namen oder zumindest die gleiche Ausrichtung hat. Und da kommen dann natürlich auch, ja, spirituelle Aspekte mit rein und auch die gesellschaftlichen. Also letztlich hängt das alles miteinander zusammen und ich habe das Gefühl, sobald man den Kern der ganzen Problematik erfasst hat, kann man letztlich überall gleichzeitig tätig sein oder alle Aspekte auch betrachten oder bearbeiten. Ja, also ich denke, im Wesentlichen kommt da die, also man könnte es vielleicht auf drei Punkte reduzieren. Die Arbeit mit dem Nervensystem, also Stichwort Polyvagaltheorie, die Arbeit mit auf der Bindungsebene, Beziehungsebene, Bindungsmuster, das geht in Richtung Namen und eben dann das Spirituelle, wo man sagen könnte, die Bewusstheit oder die Achtsamkeit auf das, was zwischen uns passiert. Und mein Ansatz ist halt das, oder meine Aussage ist halt, dass sich das gegenseitig nicht ausschließt, sondern also Spiritualität und Traumaarbeit eigentlich ist so, das kommt irgendwann zusammen, oder man könnte sagen, es gibt einen Schnittpunkt. Also, weil die Traumaarbeit hilft, dem Nervensystem bewusster zu sein und entspannter zu sein. Das wiederum fördert die Meditation. Und umgekehrt, ja, wenn ich meditiere, dann gibt mir das mehr Kapazität, achtsam zu bleiben im Kontakt. Weil das, wo wir aus meiner Sicht am meisten unbewusst werden, das ist eben während des Kontaktes, also wenn wir in Kontakt mit einem Menschen sind, das ist das, wo wir aus meiner persönlichen Sicht am meisten ins Unbewusste fallen. Und das ist das, wo aber die ganze, das ist das, was aber sozusagen, wo der Körper dann aber zu kurz kommt, weil unsere Biologie braucht ja diesen bewussten Kontakt. Und wenn wir den nicht haben, also wenn wir an der Stelle nicht bewusst sind, so wie jetzt, ja, und es nicht können, uns komplett auszutauschen, dann hat das einfach tiefgreifende Konsequenzen für den Körper und damit auch auf unser Wohlbefinden. Und das wiederum, also es ist wie so ein Teufelskreis, ja, dann geht die Achtsamkeit wird weniger, wir werden eher unbewusst reagieren oder agieren automatisiert und eben in die andere Richtung. Je bewusster wir agieren, desto mehr können wir direkt kommunizieren, desto mehr wird unser System genährt und desto bewusster werden wir wiederum. Also das kommt halt so zusammen, würde ich sagen. Du hast Meditation erwähnt. Was verstehst du unter Meditation? Und würdest du sagen, für Leute, je nachdem, wo sie in ihrer Traumaarbeit stehen, wenn sie eben was machen, sind verschiedene Arten von Meditationen, wären dann sinnvoll? Also für mich gibt es eigentlich nur eine Form, wo ich denke, dass es wirklich Meditation ist. Und das ist
sich hinsetzen, den Körper nicht mehr bewegen und warten. Also hinsetzen und nichts mehr tun und warten. Das würde ich als Meditation bezeichnen. Und alles andere sind Techniken, also wo man etwas macht, um irgendwas zu erreichen vielleicht. Also aus meiner Sicht ist Meditation keine Technik, sondern das Aufhören jeglicher Methoden, Techniken, Tun. Also man setzt sich einfach hin und wartet. Ich finde, das Wort warten trifft es am besten. Also meditieren finde ich sehr, sehr irreführend, weil da ist so implizit die Idee dahinter, dass man irgendwo rauskommt oder sich was ändert oder so. Deswegen gefällt mir das Wort warten eigentlich besser. Na, warten auf nichts. Und es wird auch nicht, es bleibt auch beim Warten. Es ist nicht so, dass das Warten dann irgendwann aufhört. Also das Warten ist es schon. Und so die Einstellung, bei der Meditation nach innen zu schauen, also, ist dir das fremd oder was kannst du dazu sagen? Ja, das ist ja schon keine Meditation mehr, weil dann hast du eine Absicht, einen Weg, ein Ziel, dann bist du schon wieder bei einer Methode, ne? Dann ist da etwas, was macht, nämlich nach innen schauen. Das ist ja schon wieder bewusste Aktivität. Dann entsteht das Ich, dann entsteht Weg, Ziel, Zustandsänderung und so weiter. Dann sind wir auch, dann fächert sich das alles auf, ne? Und dann sind wir raus. Jede kleinste Aktivität, die sozusagen das Ich macht, ja, die bringt uns aus der Meditation raus. Also natürlich kann es Aktivitäten geben, aber solange die nicht von diesem Ich ausgehen, solange die wie sozusagen also automatisch passieren, ja, wenn da Gedanken laufen und ich habe ja nichts mit zu tun, dann macht es ja nichts. Aber sobald dieser Ich-Mechanismus kommt und anfängt, was zu machen, ne, ich schaue nach innen oder was auch immer, damit dann irgendwas anders wird, dann ist man wahrscheinlich raus. Wobei raus es auch nicht wirklich gibt, aber dann ist es wie so, man ist ja nicht raus, aber das wird dann vernebelt alles, ne? Und dieser Ich-Mechanismus, woraus besteht der? Aus Gedanken, aus Identifikation, aus Anhaftungen? Wie würdest du das beschreiben? Habe ich mir noch nicht so richtig drüber Gedanken gemacht, aber ich würde sagen, das Ich entsteht dadurch, dass ich mit bestimmten Erscheinungen identifiziert bin. Ja, dass ich die für real halte oder sage, das bin ich. Weil wenn ich sage, das bin ich, dann muss es auch was anderes geben. Ne? Mein Körper, mein Geist oder ne, meine Identität. Ne? Aber es ist wahrscheinlich auch noch subtiler. Ja, also das ist ja jetzt so ein ganz starkes Greifen, aber das ist ja auch subtil, wenn ich auch nur an irgendwelchen Objekten, Formen oder Erscheinungen, Zuständen, Umständen irgendwie auch nur subtil festhalte. Oh, ja, also subtil dran hafte, ja, dann schon ist da diese Trennung wieder da. Ja, und dieses, wenn ich halt los, also ich, ja, wenn dieses Ich loslässt, also das kann ja auch nicht loslassen lassen, aber einfach la lassen, ja, dann ist da nichts mehr, dann kommt und geht alles Mögliche, ne? Aber dieses Greifen, das hört dann auf. Also ich habe das Gefühl, dass dieses Ich-Gefühl entsteht durch, ja, im Buddhismus, was sagt man da, anhaften, ne? Also so ist es eigentlich, ein Anhaften, was auch sehr, sehr, sehr subtil sein kann. Und wenn man sich mit Traumatherapie beschäftigt, dann gibt man ja dem auch sehr viel Energie und Aufmerksamkeit. Das muss aber jetzt nicht unbedingt ein Anhaften sein, sondern das ist einfach, was in der Situation, in der Lebenssituation vielleicht nötig ist oder richtig oder stimmig. Ja, genau, das ist, ja, das ist einfach sehr, sehr kompliziert. Also jemand, der sehr leidet und da raus möchte, der haftet an Vorstellungen fest, was Beziehung ist, die nicht real sind und Leiden verursachen. Ja, das ist sozusagen, man könnte sagen, Traumatherapie, ändert das sozusagen relative Anhaften so, dass es mit der Realität, ja, oder mit dieser Erscheinungswelt hier mehr und den Bedürfnissen dieses Körper-Geist-Systems mehr synchron ist. Ja, das ist dann aus der spirituellen Sicht, dann ist jemand, der geheilt ist, nicht unbedingt frei von, also ganz frei, aber der
hat sich gelöst von dem für wahr halten destruktiver Beziehungsmuster. Ja, wenn ich, also ganz einfaches Beispiel, wenn ich aufwachsen habe, Gewalt erlebt, dann ist mein ganzes System so programmiert, dass Nähe bedeutet Gewalt und Vernichtung. Ne? Und diese Programmierung kann völlig unbewusst sein. Es kann sein, dass derjenige das so gar nicht ausformulieren kann, aber in der Therapie kann man das dann sozusagen wie herausarbeiten, dass das dann die Programmierung ist, wie derjenige das Leben sieht. Und mit der Erfahrung im Bindungskontext mit dem Therapeuten macht derjenige eine neue Erfahrung und kann somit durch die Erfahrung kann das System dann diese Programmierung überschreiben. Das kann man eben aber nur mit Erfahrung machen in dem Kontext, wo das entstanden ist. Das kann man nicht einfach mit mentalen Prozessen machen, ne? Weil die Programmierung, das ist ja zutiefst in das Nervensystem einprogrammiert. Und wenn das passiert ist, dann kann zum Beispiel dann der Organismus oder dann kann diese Idee sich auflösen und wird dann vielleicht ersetzt durch Nähe fühlt sich toll an, wenn der andere sicher ist. Und ob er sicher ist, kann ich heute als Erwachsener testen und ich brauche keinen singulären Mensch mehr dafür. Ich kann mir jemand aussuchen. Ne? Und dann ist das ein ganz anderes Erleben, aber trotzdem ist dann derjenige immer noch, der haftet dann immer noch an den Erscheinungsformen. Aber dieses extreme Leiden durch Entwicklungstrauma, das ist dann eben, das ist vorbei. Und dass der andere sicher ist, das heißt, dass der mir gut gesinnt ist, also dass der freundlich mir gegenüber ist, oder heißt es noch mehr? Ja, das heißt schon noch mehr. Das heißt, es geht eigentlich nicht unbedingt, ja, auch freundlich ist ein Aspekt davon, aber das primäre Kriterium ist, dass derjenige auch ein Interesse an Beziehungsvertiefung hat. Ja, dass er das möchte. Ja, und natürlich daraus folgt dann, dass er zumindest versucht, nett zu sein oder daraus folgt alles, was uns zusammenbringt. Ne? Und unsicher ist zum Beispiel, sind Beziehungen, wo es um Machtgefälle geht, zum Beispiel in der Öffentlichkeit, ja. Also, wenn ich jemanden in der Öffentlichkeit treffe, habe ich kein Interesse, die Beziehung zu vertiefen oder mit einem Mitarbeiter von einer Behörde oder abends in einer dunklen Gasse mit komischen Leuten, ja. Da gibt es kein Interesse, mal die Beziehung zu diesen Leuten zu vertiefen. Es sei denn, ich bin halt so traumatisiert, dass ich einfach fast nichts habe, dann springt das natürlich überall an. Das ist das, was mir dann die Leute auch berichten. Die versuchen dann, eine Schablone zu finden, um überall mehr Nähe herzustellen. Ja, das ist ein Zeichen für Entwicklungstrauma, weil sie nicht das mit einem Menschen herstellen können. Wenn ich das aber in der Partnerschaft herstellen kann, dann fällt dieser Drang weg, überall Nähe herstellen zu wollen oder zu müssen. Gibt die Nähe oder das Herstellen von Nähe überall dann den Menschen eine bestimmte Sicherheit, also die sie meinen zu brauchen? Also wenn ich mit jemand Nähe habe, dann ist es unwahrscheinlich, dass der aggressiv zu mir wird. Wenn ich mich jemandem annähere, dann bekomme ich natürlich immer mehr Informationen. Ja? Also ich bekomme immer mehr Informationen, wie der ist. Ne? Man kann sich vielleicht auf halbem Weg rausstellen, der ist doch ein bisschen, da ist doch was sehr Destruktives, was mir nicht gut tut. Dann gehe ich da halt nicht weiter. Ne? Oder es stellt sich raus, wir sind beides so wandlungsfähig, ne, dass sich das alles auflöst und diese Annäherung überhaupt nicht mehr aufhört. Und keiner Interesse hat daran, hat das aufhören zu lassen. Und das ist dann das, was in der Partnerschaft im Idealfall passiert. Ja, dass die Annäherung einfach ohne Ende weitergeht. Und dann natürlich, genauso wie du sagst, dadurch entsteht gleichzeitig die Erfahrung, dass das eben sicher ist mit diesem Menschen aufgrund von einer Erfahrung. Und was halt oft passiert ist, dass diese Annäherung abgebrochen wird aufgrund von Projektionen, dass es nicht sicher ist. Ich projiziere dann, dass mich der Partner verlassen wird oder mich angreifen wird und dann bremse ich das ab, indem ich genau diesen Gedanken nicht mitteile. Und dann passiert das eventuell auch. Genau, das ist die Reinszenierung. Ja, genau. Mit dem Nicht-Mitteilen der Projektion erschaffe ich genau das, was ich projiziere. Aber gleichzeitig muss ja auch in der Beziehung irgendwie so ein energetisches Miteinander wohlfühlen sein. Also irgendwie, das ist ja auch eine Grundvoraussetzung, oder? Ein energetisches Miteinander wohlfühlen. Ja, also ich muss
Ja, es muss einfach stimmen. Man muss das Gefühl haben, wow, ey, mit dem bin ich aber wirklich gerne zusammen. Ja, und da könnten wir uns jetzt drüber unterhalten, was ist das eigentlich genau, wenn wir dieses Gefühl haben, ne? Jetzt, das hat natürlich auch einen energetischen Aspekt, aber die Ausgangsposition, ja, ist im Prinzip, dass es im Unterbewusstsein eine Vereinbarung gibt, was Beziehung ist und wie wir miteinander in Kontakt treten. Und wenn das eben förderlich für den Organismus ist, dann sagen wir an der Oberfläche, oh, der ist mir sympathisch, das fühlt sich gut an. Und sozusagen im Unterbewusstsein hat es einfach, das ist, geht blitzartig, ne? Das wird dann blitzartig ausgehandelt, das kriegen wir gar nicht mit. Und dann so, ah ja, den mag ich, der ist mir sympathisch, das passt irgendwie. Gut, dann sagst du gut Energie. Und natürlich, wenn der Körper in die Regulation kommt, das wirkt sich natürlich auf das Energiesystem auch aus, ne? Klar, das hängt ja zusammen. Und was würdest du beschreiben, wenn Leute davon sprechen, dass es wirklich tiefe, innige Liebe ist? Ja, das ist für mich einfach nur Tiefregulation. Das ist einfach ein biologischer Prozess. Je tiefer die Entsch ja, das, man muss sich das ja so vorstellen. Diese Regulation im Bindungskontext, das ist nichts oberflächlich, sondern das erreicht die tiefsten Schichten des Körpers. Und wenn das den Körper in der Tiefe erreicht und der wirklich in der Tiefe zur Ruhe kommt, weil eben diese Verbindung so gut ist und der sich entspannen kann, dann öffnet sich natürlich das Energiesystem und dann kann jemand sagen, oh, ja, ich erlebe Einheitserfahrung oder sonst was oder tiefe Liebe und das wird dann auf den anderen projiziert. Natürlich, das hat was mit dem anderen zu tun, aber aus meiner Sicht ist es einfach ein biologischer Vorgang, der dann eben zur Öffnung des Energiesystems führt. Also was super ist, da wollen wir ja hin, ne? Also ich zumindest. Und wenn Menschen sagen, also spirituelle Lehrer gibt es zum Beispiel, die sagen, dass alles Liebe ist. Also ja, was hat das irgendeine Resonanz bei dir oder wie würdest du das sehen? Also, wenn jemand sowas sagt, dann ignoriert er die Realität der Menschen, denen er das sagt. Weil entweder sitzen da auch lauter erwachte Buddhas, dann braucht er das nicht sagen, oder es sitzen keine voll erwachten Buddhas, dann bringt diese Aussage nicht nur nichts, sondern die ist nicht förderlich. Weil das ist. Das nützt niemandem irgendwas, diese Aussage. Das nützt niemand. Das wäre genauso wie, stell dir vor, du bist im Graben, liegst da mit gebrochenem Bein und schreist vor Schmerz und dann kommt jemand vorbei und sagt, es ist alles Liebe und geht weiter. Na, jemand, der es wirklich erfassen kann, was mit Menschen ist, der würde sowas eher nicht sagen. Ja, also diese Aussage bringt uns nicht weiter. Ist meine Haltung. Wie ist es, wenn man zum Beispiel mit einem Menschen zusammen ist und Dankbarkeit empfindet dafür? Wie Ja, das ist würdest du? dasselbe, ne? Das ist die Verbindung funktioniert, der Körper kommt in die Regulation und dann ist das, was im Verstand passiert, der Verstand bedankt sich dann. Ja? Das ist was. Dankbarkeit ist eine Bewegung im Mentalen. Ne? Das ist wie ein Etikett. Aber ja, das gehört dazu, das ist natürlich, ja. Dieses Ding sagt dann Danke, ja. Freut sich. Das ist ja immer noch dieses abgetrennte Ding. Also brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir können es auch einfach genießen ohne Dankbarkeit oder mit, ist egal. Aber vielleicht kommt dann wieder der Umkehrschluss, ich muss irgendwie dankbar sein, damit dann irgendwas passiert. Und dann sind wir wieder auf dünnem Eis, ne? Ja, okay, das waren jetzt gerade mal meine Fragen. Vielleicht hat jemand anders auch Fragen. Hallo Gopal, also ich würde gerne Hallo. eine Frage stellen, beziehungsweise einfach nochmal in dieses gesamte Konzept einsteigen, auch vom ehrlichen Mitteilen und alles, was da so drin steckt, was sich ja auch übertragen lässt auf die meisten anderen Aussagen von spirituellen Lehrern oder Therapeuten. Wir kommen auf die Welt als Baby
mit unserem Nervensystem, was noch nicht reguliert wird von alleine und was Koregulation braucht. Und im Laufe des Lebens, wenn wir älter werden und sich das Ich bildet, dann gehen wir in die Felder unserer Eltern sozusagen und übernehmen da auch deren Traumata und passen uns an, um zu überleben. Also es macht das Nervensystem dann automatisch. Und später haben wir diese Bindungstraumata und müssen das wieder auflösen, indem wir Bewusstheit reinbringen. Und das geht zum Beispiel durch deine Methode. Da muss ich einhaken. Nicht indem wir Bewusstheit reinhaben. Das ist wieder, weißt du, das ist wieder, da kommen wir wieder so ein bisschen vom Weg ab. Also das ist nicht meine, ich sage einfach, das ist nicht meine Aussage. Wir heilen das nicht, indem wir Bewusstheit da reinbringen. Meine Aussage ist, wir müssen in Kontakt treten. Ah, okay. Also mir kommt das Ganze nämlich sehr so vor, als würde da sowas in der Art passieren, dass man sich selbst seine eigenen Bewegungen vom Energiesystem, seine eigenen Muster, dass man sich denen bewusst wird, auch in dem Moment, wo man sich ehrlich mitteilt, wo man diese Überwindung macht, okay, in mir passiert gerade das und das im Kontakt mit dir. Und dass dafür ja auch erstmal so eine Art eine gewisse Bewusstheit da sein muss, damit man das überhaupt schafft. Nein, das stimmt nicht. Okay. Es geht nicht um Bewusstheit. Das ist, weißt du, wir wollen nicht dahin gucken, dass es nur um Kontakt geht. Die Lösung ist, das zu kommunizieren, was da ist. Wenn ich da auch nur im subtilsten von abweiche, zum Beispiel, ich muss mir erst über irgendwas bewusst werden, dann bin ich auf eine subtile Art in der Reinszenierung, weil dann behaupte ich mir selber gegenüber, es muss sich erst was ändern, damit der Kontakt funktioniert. Nein, es muss sich gar nichts ändern. Der Punkt ist, in Kontakt zu treten. Das ist wichtig, weil sonst, das ist ein subtiler Shift. Also den kann man auch sehr grob machen, ne? Die gröbste Form wäre, ich muss erst erleuchtet sein, damit ich in Kontakt treten kann. Es gibt, das ist wirklich sehr, sehr wichtig, es gibt überhaupt keine Voraussetzungen für Kontakt. Und das ist der Unterschied zu der Programmierung als Kind. Als Kind musste immer irgendwas anders sein. Das hat nicht funktioniert oder nicht so funktioniert. Und mit dem Spiel machen wir heute weiter, meinetwegen total verspiritualisiert. Ich muss erst bewusst werden, damit diese Bindung klappt. Und das ist eben genau der entscheidende Punkt. Es gibt heute keine Voraussetzung mehr. Ich kann mit dem, was jetzt da ist, in Kontakt treten und das Problem lösen. Und da muss nicht die subtilste Änderung stattfinden. Ich kann komplett dissoziiert in Kontakt treten, indem ich sage, mein Kopf denkt, ich fühle gar nichts mehr. Mein Kopf denkt, mich gibt es gar nicht mehr. Ne? Zum Beispiel. Und das fällt ja manchen Menschen total schwer, dann in dem Moment diesen Schritt zu machen, sich ehrlich mitzuteilen. Das habe ich auch gesehen, zum Beispiel bei deinen Sitzungen, als wäre da so eine Blockade, vor allem wenn es darum geht, dass man kurz davor ist, etwas aufzulösen. Und also du hilfst dabei dann ja auch. Wir müssen jetzt unterscheiden zwischen Traumaarbeit und ehrlichem Mitteilen. Okay. Sonst, das sollten wir nicht durcheinander bringen. Okay. Also in meiner Arbeit mache ich natürlich was anderes mit den Menschen. Das ehrlich Mitteilen ist ja gedacht als Selbsthilfewerkzeug für Menschen ohne irgendwelchen Hintergrund. Ja, für ganz normale Menschen soll ja Teil der Gesellschaft werden, ganz normaler Teil im Alltag der Gesellschaft. Und in den Veranstaltungen, da mache ich natürlich was anderes mit den Teilnehmern noch. Ne? Okay, also deine Message ist beim ehrlichen Mitteilen vor allem, dass Menschen das Konzept kennenlernen und dann für sich sagen, oh ja, okay, das probiere ich jetzt mal aus. Ich sage jetzt einfach mal immer, also mit meinem Gegenüber, der das auch mitmachen möchte, was in mir auftaucht. Und das reicht dann schon. Genau, das ist schon alles. Da ist auch nicht, das geht nicht, damit dann irgendwas irgendwie bei rauskommt. Das ist schon das Ziel. Es geht schon um das. Ehrliches Mitteilen ist Selbstzweck. Wenn wir das machen, sind wir schon am Ziel. Mhm. Würdest du sagen, dass man gewisse Dinge auch auflösen kann, indem man sie, jetzt komme ich nochmal zur Bewusstheit, indem man sie doch nur in sich selbst spürt, in dem Moment, wo man Kontakt hat. Und dann merkt man, okay, in mir passiert gerade das und das. Und man lässt es da sein und beobachtet es. Aber man spricht es nicht aus, weil es vielleicht für sich
dann jetzt doch komisch sich anfühlt, wenn man demjenigen sagt, so du, in mir kommt ja gerade so ein komisches Gefühl hoch im Kontakt mit dir. Das ist ja auch manchmal nicht so passend, vor allem wenn der andere nichts vom ehrlichen Mitteilen weiß. Könnte man eigentlich auch machen, weil es ist ja nichts dabei. Aber ich meine, hast du auch das, die Erfahrung gemacht, dass dieses bewusste Wahrnehmen von dem, was in einem abgeht, dass das auch schon hilft, dass man danach ja, sich freier fühlt oder Muster sich lösen, die vorher destruktiv waren? Es geht nicht darum, irgendwas aufzulösen. Es geht nicht darum, sich besser zu fühlen, zu heilen, Konflikte zu lösen. Was du beschreibst, ist der alte Versuch, um die gescheiterte Bindung herum zu navigieren. Das ist alles nicht notwendig. Es geht darum, zu sagen, was da ist und zu realisieren, ich kann heute direkt in Kontakt gehen. Wenn du immer wieder da rein willst, was in dir fühlen, dir bewusst werden, ne? Um all das geht es überhaupt nicht. Es geht um Kontakt. Das ist die Reinszenierung der Situation, wo wir allein waren, wo wir keine adäquate Bindung haben. Dann muss das System irgendwas erzeugen, um nicht verrückt zu werden, um stabil zu bleiben. Na, und das machen wir dann weiter. Na, unbewusst, subtil. Und deswegen weise ich da immer wieder hin. Das, was du jetzt gesagt hast, ist einfach ein Teil, das ist einfach wie das Nervensystem versucht, in dem Kindheitskonflikt eine Lösung zu finden, die es damals nicht gab, die gibt es heute auch nicht. Ja, deswegen, es geht, ich weiß, wir wollen das nicht hören, es geht nur darum, mitzuteilen, was hier los ist und dass jemand anderes das hört. Das ist die ganze Nummer, ja, die zu tun ist. Mehr ist nicht notwendig und das wollen wir nicht. Ja. Wir wollen irgendwas anderes machen, alleine oder dass der andere es für uns macht oder sonst was. Ne. Wir wollen da einfach nicht hin. Weil das, wenn wir das machen, ist das Ego fertig. Die Identität bildet sich ja eben aufgrund dieser, also die Identität bildet sich durch den automatisierten Vorgang, wie ich die Kindheit pseudo gelöst habe, sozusagen. Ja? Das ist das Ich-Gefühl, was wir heute haben. Das ist die Pseudo-Lösung der Kindheit, automatisiert im Nervensystem. Unbewusst. Ne? Das, wenn wir sagen Ich, ja, dieses Ich-Gefühl, das ist das. So, und wenn wir ehrliches Mitteilen machen, dann löst sich dieses abgetrennte Ich-Gefühl, das löst sich dann halt auf. Das wird dann eher so weit. Ne? So. Und das Schöne ist halt, wenn wir das so machen, das ist kein therapeutischer, brutaler Prozess, sondern wir können das selber steuern. Ja? Wir können die Geschwindigkeit selber bestimmen. Aber deswegen weise ich immer darauf hin, ihr müsst oder wir müssen den Prozess exakt einhalten, so wie es beschrieben ist. Wir müssen es wirklich so machen, sonst mogelt sich eben dieser Verstand da rein und torpediert das wieder. Ne? Der torpediert den direkten Austausch. Ne? Und das erzeugt dann wieder eine Art Trennung und das Ich ist noch da und man fühlt sich getrennt vom anderen. Jo. Anstatt einfach klar zu sagen, was da ist und dann... Danke für deine Klärung nochmal. Das war mir nochmal wichtig, irgendwie das zu hören, weil man ja viel anderes auch noch an Konzepten immer hört. Und ja, Dankeschön. Also ich wäre dann fertig. Bei mir tut sich noch die Frage auf, du meintest vorhin, man kann auch komplett dissoziiert in Kontakt treten und sich austauschen. Und da hatte ich die Vorstellung, wenn es die Resonanz gibt, dann treffen ja zwei komplett dissoziierte aufeinander. Ist das richtig? Und die Nee, eher nicht. Ne? Zwei Dissoziierte treffen eher nicht aufeinander. Eher ein Dissoziierter und jemand, der zu wenig Grenzen hat und ständig in Überflutung kommt. Es treffen sich immer als Paar in der Regel jemand, der zu viel Grenzen hat, also in die Abspaltung gegangen ist, jemand, der zu wenig Grenzen hat und ständig überflutet wird. Das sind die, die sich treffen. Und selbst wenn, das macht nichts. Das macht nichts. Selbst wenn sich zwei Dissoziierte treffen und mit dem Kontakt damit anfangen, dass der eine sagt, mein Kopf denkt, mich gibt's nicht, und der andere sagt, mein Kopf denkt, mich gibt's nicht. Ja, und beide das aber hören voneinander, dann geht es auch los. Ne? Es gibt kein Hindernis. Es sei denn, das einzige Hindernis ist, wenn es sozusagen
wenn die Störung so weit geht, dass der Kontakt zur Realität verloren geht. Also wenn ich jemand sprechen höre und ich bekomme Halluzinationen und verstehe das nicht mehr inhaltlich, was der sagt, ja, dann natürlich, weil dann gibt es keinen Kontakt mehr. Na, aber davor ist das in jedem Fall möglich. Also kann man wirklich sagen, dass Menschen, bei denen man vielleicht objektiv sagen würde, die sollten eine Traumatherapie machen, machen es aber nicht, aus welchen Gründen auch immer, die können dann auch auf lange Sicht mit dem ehrlichen Mitteilen in kleineren Schritten aber auch zur vorankommen oder wie man das nennen möchte? Das kann man so nicht sagen. Das muss man im Einzelfall beurteilen. Das wäre jetzt nicht angemessen, wenn ich so eine pauschale Aussage machen würde. Also ich sage nicht, dass EM Trauma heilt. Das kann man nicht behaupten. Das weiß ich auch nicht, kann ich gar nicht beurteilen. Darum geht es ja auch gar nicht. Wer Traumatherapie braucht und sie nicht macht, ist selber schuld. Der muss einfach weiter leiden, bis er halt es machen will. Ne? Also das ist ja die freie Entscheidung. Wir können da niemanden zu zwingen. Und das schließt sich auch nicht aus. Also wenn man viele, die sind in lokalen Gruppen und machen zusätzlich zum Beispiel Namensitzungen oder machen Therapie zusätzlich. Ich würde alles nutzen, was irgendwie verfügbar ist. Gopal, mich interessiert, ob ob ehrliches Mitteilen für alle Traumatisierungen geeignet ist. Also es gibt ja auch Verkehrsunfälle, frühgeburtliche Geschichten, sowas. Das hatte ich gerade gesagt. EM hat nichts mit Traumaheilung und Psychotherapie zu tun. Das ist ein Missverständnis. Ehrliches Mitteilen ist ein Selbsthilfewerkzeug. Wer Therapie braucht, muss Therapie machen. Ich kann nicht mit einem schweren Schocktrauma in eine lokale Gruppe gehen und dann glauben, dass ich in 2 Wochen die Ladung aus dem System habe. Du würdest auch nicht mit einem gebrochenen Bein versuchen, das über eine lokale Gruppe zu heilen. Ne? Also wer schweres Trauma hat und leidet, massiv leidet und eine Änderung braucht, der muss Therapie machen. Und wenn es körperlich ist, muss er zum Arzt gehen. Natürlich hilft ehrliches Mitteilen, das macht was, ja, aber wir können nicht sagen, ehrliches Mitteilen kann Trauma auflösen. Das ist nicht in Ordnung, ja, das zu sagen. Das würde ich nie behaupten. Ehrliches Mitteilen kann helfen, das System zu regulieren, ja, was auch immer, aber um all das geht es ja nicht beim ehrlichen Mitteilen. Das ist eine andere Ebene. Ne? Also es geht um Kontakt. Alles andere ist egal. Ja, und natürlich geht es auch in der Therapie um Kontakt. Nur wenn jemand schwer traumatisiert ist, dann braucht es einen Spezialisten, um diesem System wieder zu helfen, in Kontakt zu kommen. Das kriegt derjenige nicht alleine hin. Also vom Prinzip geht es beim ehrlichen Mitteilen und bei der Traumaarbeit um das Gleiche. Da passiert dasselbe. Nur einmal braucht es einen Spezialist und einmal reicht halt dieser Prozess, um die Nervensysteme in Kontakt zu bringen. Ich mache auch, wenn ich jetzt mit schwer traumatisierten Menschen arbeite, egal wie schwer traumatisiert die sind, ich mache mit allen das Gleiche. Ich versuche, die in Kontakt zu bringen, mit mir zuerst und dann mit dem Rest der Welt. Also Trauma heißt irgendwie Trennung, also Trennung vom Gegenüber, egal was für ein Trauma vorgefallen ist, oder? Ich kann jetzt nicht in ein paar Minuten erklären, was Trauma ist. Es gibt ja verschiedene Formen von Trauma, ne? Schocktrauma, Entwicklungstrauma, Bindungstrauma, Beziehungstrauma, gibt alles Mögliche, aber im Kern führt es dazu letztlich immer, dass der Kontakt zu meinem Gegenüber nicht mehr funktioniert, weil ich bewusst oder unbewusst eine Gefahr in den anderen hineinprojiziere. Ja? Das System geht bewusst oder unbewusst davon aus, dass mir von dem anderen, von dem Partner, von dem Menschen, der mir am nächsten ist, eine Gefahr droht. Und das erzeugt das Gefühl von Trennung. Und das hat eben mit der Realität nichts zu tun. Und Traumaarbeit ist sozusagen letztlich nur, das Bindungsmuster wieder synchron mit der Realität zu bekommen. Und dann reguliert sich auch der Körper. Und im Moment ist es ja so, dass die ganze Traumaszene eher in Richtung Körper guckt. Ja, da gibt es dann Vagusübungen und TRE, gibt es und Somatic Experiencing und so weiter. Das ist ja alles super. Aber das trifft den Kern auch nicht, weil der ganze Zirkus im Körper, der
ist aufgehangen an dem destruktiven Bindungsmuster. Und das ist was Mentales, das ist im Kopf, auch wenn es unbewusst ist. Ja. Das kann ich eben in der Arbeit sehen, wenn ich zum Beispiel mit Menschen am Körper arbeite, an der Regulation. Ich kann ja einen Körper fast in die Regulation zwingen, auf eine Art, zum Beispiel mit SSP von Stephen Porges. Klar, dann gibt's im besten Fall, wenn derjenige nicht dann noch eine Panikattacke deswegen bekommt, aber im besten Fall gibt's eine tiefe Regulation im Körper. Aber das Bindungsmuster ist ja nicht aktualisiert. Das heißt, wenn derjenige dann mit dem Partner zusammenkommt, früher oder später wird der Stress im Körper wieder aufgebaut, weil das System, weil die Programmierung sich nicht geändert hat, durch Erfahrung, Neuerfahrung im Bindungskontext. Ja, wenn ich also nur am autonomen Nervensystem arbeite, mache ich keine neuen Erfahrungen im Bindungskontext, dass es sicher ist. Ja, und wenn ich das aber mache und ich begreife heute, kann ich gucken, ob der andere sicher ist. Und wenn, dann kann ich mich dem annähern, und das ist dann schön, dann blitzartig reguliert sich der Körper. Das sehe ich beim Floating. Ja? In dem Moment, wo dieser Kontakt hergestellt wird, in dieser Sekunde kommt es zur Regulation. Das dauert nicht mal eine Sekunde. Und ja, und da muss ich dann nicht wochenlang am Körper arbeiten. Aber ja, es ist so, wie du sagst, ne? Das ist das Ganze führt dann zu dem Gefühl von Trennung. Ja. Woran merkt man denn, dass man direkt im Kontakt ist? Woran merkt man das? Wenn man direkt im Kontakt ist, dann entsteht eine tiefe Entspannung im Körper, ein tiefer Frieden, müsste man sagen. Es ist keine schläfrige Entspannung, sondern eine tiefe, lebendige Entspannung. Und es kommt ein Gefühl von Freude. Also bei dir habe ich jetzt gerade das Gefühl, dass ich mehr mental mit dir im Kontakt bin. Kann sein. Wahrscheinlich an mir liegt, weil das ja jetzt ja hier so genau. Sich austauscht. Wir machen jetzt mentales Ping-Pong. Ja. Das nützt unser Nervensystem nicht so viel. Nee, es stört mich ein bisschen. Aber. Ja, wenn du das ändern willst, dann teil was anderes mit, auch von einer anderen Ebene. Also jetzt da kommt schon ein bisschen Freude auf, weil ich das Gefühl habe, dass ich irgendwie gehört werde. Oder gesehen werde. Ja, du kannst noch weitergehen. Teil doch was von dir mit, wenn du willst. Ich fühle etwas Freude. Ich spüre ein bisschen Aufregung. Mein Kopf denkt, dass ich nicht die richtigen Fragen stellen kann. Mein Kopf denkt, dass ich gerne richtige Fragen stellen würde. Mein Kopf denkt, dass ich gerne richtig im Kontakt wäre. Ich spüre ein angenehmes Körperempfinden. Ich spüre aber auch so einen Herzschlag ein bisschen schneller. Ja. Na, jetzt ändert sich plötzlich alles. Also als du angefangen hast, hat sich so mein Herz so wie so geöffnet. So, oh wow. Fühlt sich, ich spüre das jetzt irgendwie auch mehr, ja. Also ich spüre ein bisschen Anspannung im Körper und mein Kopf denkt, das ist toll, dass du jetzt angefangen hast, was von dir zu sagen. Ja, mein Kopf denkt, ich muss hier möglichst präzise die Dinge erklären. Ja, danke. Ich würde gerne auch noch eine Frage stellen. Und zwar habe ich kürzlich deine Arbeit live erlebt und habe deine Arbeit als sehr konzentriert und fokussiert wahrgenommen. Und Sekunde, reden wir jetzt vom ehrlichen Mitteilen oder vom Floating? Nee, vom Floating. Okay. Und da waren einige Teilnehmer, die ihr Teilnehmerticket nicht genutzt haben. Woran liegt das, dass man da so zurückstreckt? Das kann ich dir nicht sagen, da musst du die fragen. Also ich weiß es nicht. Vermutlich ist dann sozusagen
die Angst vor dem, was dann im Kontakt wirklich passiert, so groß. Ne? Und dann sagt das System, nee, lieber doch nicht. Aber ich weiß es nicht, keine Ahnung. Mhm. Das ist immer, das, weißt du, es passiert ja immer dasselbe. Ist nicht so, dass das Leben komplex ist oder ständig irgendwas Neues oder anderes. Es passiert immer dasselbe. Ne? Solange die Bindungsfähigkeit nicht hergestellt ist, wehren wir den vollständigen Kontakt ab. Und wenn sie hergestellt ist, dann machen wir nichts anderes, als den Kontakt immer weiter zu vertiefen. Ne? Und das zeigt sich überall. Ne? Und natürlich zeigt sich es im Prinzip für denjenigen spürbar nur dort, wo eben mehr Kontakt droht, als sein System kennt. Ne? Ja. Okay. Meine zweite Frage bezieht sich auf etwas, was du vorhin im Zusammenhang mit den Fragen von Devasetu geantwortet hast, und zwar, dass sich unbewusst dann quasi zwei Nervensysteme treffen, die auf derselben Ebene sind sozusagen, und dass das dann quasi zur Entspannung führt. Wenn die Nervensysteme aber dysreguliert sind, dann ist es ja auch so, dass sich dann zwei dysregulierte Nervensysteme treffen. Moment, das habe ich so nicht gesagt, das ist ein Missverständnis. Okay. Es geht nicht darum, dass sich Nervensysteme in einem bestimmten Zustand treffen. Also das ist nicht meine Aussage. Oder du musst es nochmal genau. Ich habe das missverstanden. Meine Frage bezieht sich einfach darauf, wenn im Nervensystem quasi Dinge gespeichert sind wie Gewalt und Beziehung, dass das zusammengehört. Mhm. Ja. Und man trifft dann auf andere Menschen, die das auch quasi gespeichert haben, und dann entsteht da keine Beziehung, aber eine Form von Partnerschaft, in der das quasi reinszeniert wird. Ja. So ist das. Also wobei dann jemand, der das hat, wird eher jemand anziehen, der Opfer spielt. Ne? Ja, der Opfer spielt, aber der das ja dann auch erlebt hat. Genau. Also beide haben das quasi erlebt, diese Form, also ein Machtgefälle mit Gewalt und ein Gewalttäter und Opfer, und der eine spielt das und der andere spielt das. Mhm. Und was war jetzt die Frage nochmal? Und die Frage dahinter ist dann, wenn das quasi der Fall ist, dass quasi in diesem Zustand ja dann überhaupt keine Nähe entstehen kann. Das stimmt ja nicht, das ist ja der Witz. Also ja, wenn die... Also... Ich sage es nochmal, es kann in jeder Konfiguration Nähe entstehen und Verbindung und mehr Kontakt, es sei denn, es gibt gar keinen Kontakt. Das heißt, wenn jemand komplett psychiatrisch Halluzinationen hat und ja, dann gibt es keinen Kontakt, dann kann ich den nicht mehr erreichen, ne, weil der in einer völligen Traumwelt ist. Ja, das geht dann nicht mehr. Aber sobald zwischen zwei Menschen Informationen fließen können und die ankommen und beide das Interesse an Heilung haben, geht's los. So, und jetzt in deinem Beispiel, es geht ja immer darum, Nähe und Kontakt bedeutet, von dem Ausagieren abzulassen, zum Mitteilen zu kommen. So, das würde bedeuten, für denjenigen, der Gewalt ausübt in der Partnerschaft, statt auf den anderen loszugehen, körperlich, verbal, wie auch immer, zu sagen, ich fühle große Wut. Ne? Mhm. Und für den anderen, der das Opfer spielt, statt nichts zu tun und das über sich ergehen zu lassen, müsste der sagen, ich fühle große Angst. Oder ich spüre große Angst im Körper. Ja? Oder ich fühle mich klein und hilflos. Es geht darum, dass wir von dem Machen, Tun, Ausagieren zum Mitteilen kommen. Und das geht aus jeder Konstellation, aus jeder Position. Spielt keine Rolle, in welcher Konfiguration zwei Menschen zusammenkommen. Das ist völlig egal. Und das geht deswegen. Ja, und natürlich muss ich prüfen, in so einem Fall, wenn es um wirklich Gewalt geht, muss ich natürlich prüfen, ob der Mensch dazu bereit ist und auch in der Lage ist. Ja, also das ist sozusagen meine Arbeit, ich arbeite sozusagen nicht mit Straftätern oder Kriminellen, ja, oder Gewalttätern, sondern meine Arbeit setzt da an, wo zwei Menschen auf physische Gewalt verzichten. Ja, also Anschreien und so weiter, das ist für mich keine physische Gewalt. Wenn, ja, und
wenn es zu tatsächlicher Gewalt kommt oder die droht, dann muss ich natürlich prüfen, ist das eine reale Bedrohung? Weil das ist genau der Unterschied. Wenn es nur zu seelischer, psychischer Gewalt kommt, dann ist das keine reale Bedrohung für den Körper. Wenn aber reale Gewalt droht, dann ist das eine Gefahr für den Körper. Und das, diesen Unterschied, den muss ich, da muss ich genau gucken. Weil es macht keinen Sinn, Kontakt zu einem Täter zu haben. Ja, das geht natürlich nicht. Also wenn nicht klar ist, dass dieser Mensch absolut auf jede Form von körperlicher Gewalt mir gegenüber verzichtet, dann geht meine Transformation mit diesem Menschen nicht weiter. Dann muss ich mir jemand anders suchen. Heißt das dann auch, dass dann der Kontakt quasi komplett abgebrochen werden sollte, in jeglicher Form? Ja, absolut. Weil es gibt genug Menschen, die beziehungsfähig sind ohne körperliche Gewalt. Absolut, absolut. Ja. Und ist es dann ein Trick vom Verstand, um sich quasi in dem Zustand oder in diesem Zustand zu bleiben oder das wieder zu reinszenieren, wenn man sich sagt, ja, man hat aber zum Beispiel Kinder mit demjenigen und man muss ja in Kontakt bleiben. Ja, das ist eine Rationalisierung für die Reinszenierung. Man muss gar nichts als Erwachsener, man kann machen, was man will. Also, natürlich gibt es Rahmen in Form von Gesetzen, aber jegliche, weißt du, dieses Ding liefert immer nur Erklärungen, warum das alte Szenario stattfinden muss. Ja, das ist immer dasselbe. Dafür liefert das Ding alle möglichen Erklärungen. Ausgefeilte, trickreich, subtile, grobe, alles. Am Ende kommt raus, ich bin im gleichen Mist drin, in dem ich schon immer drin war. Dieses Ding verarscht uns, ja. Und deswegen ist das wichtig, sich darüber im Klaren zu sein. Auch ich höre auch immer, ja, mein Bauchgefühl sagt, ich muss da bei ihm bleiben oder sonst was. Nein, das Bauchgefühl lügt uns genauso an. Dieses Ding lügt uns an, das Bauchgefühl lügt uns an. Solange wir nicht geheilt sind und transformiert sind, solange sind diese Dinge nicht vertrauenswürdig. Beides, Bauchgefühl und Kopf, erzählen uns die Geschichte aus der Kindheit. So, die Frage ist, was ist da noch vertrauenswürdig? Ne? Vertrauenswürdig sind letztlich nur die Sinneseindrücke und das Wissen, was wir haben. Ja? Also nehme ich wahr, dass von diesem Menschen etwas Gewalttätiges oder etwas, was mir nicht gut tut, ausgeht? Ja oder nein? Was ist denn etwas, was mir nicht gut tut? Ja, alles, was trennend ist, was Distanz erzeugt, was keinen Kontakt darstellt. Und wenn das so ist, ja, das kriege ich nicht über das Bauchgefühl raus, sondern das ist eine Wahrnehmung der Sinne. Ja? Schreit der mich dauernd an? Geht er mit einem Knüppel auf mich los? Die Sinne sind verlässlich. Das ist das Einzige, was verlässlich ist. Und wenn ich darüber sozusagen dann irgendwann gelernt habe, das alles gerade zu ziehen und einen echten Kontakt herzustellen, klar, dann habe ich irgendwann auch ein Bauchgefühl, was an der Realität orientiert ist und nicht an der Kindheit. Aber solange das nicht ist, ist das alles nicht verlässlich. Und wann, also merkt man das, dass sich da was verändert? Ja, absolut. Ja, natürlich. Ja. Sobald der echte Kontakt durch das Muster auch nur einmal stattgefunden hat, ist, wenn du das siehst, also dass die Physis, also das Gesicht verändert sich, der ganze Körper baut sich um in diesem Moment. Ja, das ist zu sehen. Ne? Das System ist angespannt, es hält es fest, was auch immer, ist abgeschaltet. Und wenn das passiert, ändert sich in der Tiefe des autonomen Nervensystems sofort etwas grundlegend, fundamental. Es kann sogar sein, dass dieser Zustand das Nervensystem überhaupt noch nicht kennt, dass das zum ersten Mal passiert und das spiegelt sich immer im Gesicht. Also man sieht wirklich eine Änderung im physischen Gesicht. Das ist unglaublich. Ja. Also wirkt das dann entspannter oder wie zeigt sich das im Gesicht? Genau, entspannter, lebendiger, strahlender, ne? Okay, danke schön. Mein Thema, was ich sagen wollte, war, dass du beim letzten Mal, als ich im Interview mit dir gesprochen habe, hast du mir gesagt, dass meine Fragen aus dem Verschmelzungstyp herausgestellt werden. Und in dem Moment war ich geschockt, also weil ich habe mich immer für den Autonomietyp gehalten, weil ich sehr auf Abstand gehe, innerlich zu Menschen meistens. Und es ist deshalb so schockierend für mich gewesen, weil diese Verschmelzungsstruktur, wenn sie mir im Außen begegnet, also passiv oder auch mir gegenüber, die macht mich unheimlich aggressiv. Also ich habe Verachtung für diesen Ausdruck von
ja, dieses Verschmelzungsding halt, ne? Und als mir das bewusst geworden ist, dass ich eigentlich das Gleiche lebe, da war für mich erstmal der Ofen aus. Ja, ja. Passt nicht zu einem Selbstbild, ne? Genau, überhaupt nicht. Also es hat aber unheimlich viel für mich erklärt. Es hat wirklich viel ins Rollen gebracht. Und ich wollte dich einfach fragen, wie das sein kann, dass man für den gleichen Typ so eine Verachtung empfindet. Ja, ist immer so. Eine Ablehnung. Und ist immer so. Dass man das selber nicht so sieht. Ja, das ist ja der Witz. Das ist immer so. Jemand, der Aggression unterdrückt, der hat Angst vor dem Schläger oder von dem Rocker, dem er abends nach Sonnenuntergang begegnet. Das, was ich in mir ablehne, projiziere ich und dann habe ich Angst davor oder werde wütend darauf. Das ist immer der gleiche Vorgang. Das hat damit zu tun, was wir in unserem Innern abspalten. Das, was wir abspalten und nicht kommunizieren, müssen wir projizieren. Und dieser Druck zu projizieren ist derartig massiv, das brauchen wir, um stabil zu bleiben. Das ist so massiv, dass man das sogar mit Gegenständen machen kann. Ja, also ich kann mit Menschen arbeiten, die projizieren das auf die Gegenstände. Also das System, wenn wir alleine im Raum sind, das nutzt auch Gegenstände dafür, um das alles stabil zu halten. Ne? Da kann man mit den Menschen mit Gegenständen arbeiten. Das ist unfassbar, ja. Aber so ist es halt. Ne? Und das ist manchmal so, dass Menschen, die jetzt so diese Verschmelzungsstruktur haben, dass die natürlich wie so eine Art Gegenreaktion sich dann rausnehmen. Ne? Also um mit dieser ständigen Hinbewegung irgendwie fertig zu werden. Aber der Punkt ist, was ist die primäre Bewegung? Ja? Und das ist für einen Verschmelzungstyp eben nach draußen dahin. Ne? Und das kann dann vielleicht überfordern, weil die Leute haben dann auch zu wenig Grenzen. Und dann kann es halt sein, dass es dann wie so eine Gegenbewegung gibt. Dann denken die, ja, ich bin doch ein Autonomietyp. Nee, das ist der Versuch, das zu kompensieren. Ein Autonomietyp, der hat überhaupt keinen Impuls, auf andere zuzugehen. Der hat mit anderen nichts zu tun. Der ist nur in seinen Gedanken oder in seinen Körpersymptomen zu Hause. Ne? Und ja, und es ist auch so für Autonomietypen, wenn sich zwei begegnen und die das nicht integriert haben, das ist unerträglich für die. Das ist unerträglich, weil keiner was macht. Ja, beide verdrängen den Wunsch nach Kontakt. Ja, also das ist wie so, das knistert dann in der Luft oder ja, also man spürt das dann einfach. Aber die können beide nicht. Ne? Das ist wie so, es staut. Ne? Und wenn sich zwei Verschmelzungstypen treffen, dann ist genau das Gegenteil. Dann passiert das erstmal. Wumms, ja. Und es kann sein, dass sie das erstmal toll finden, aber das hat keine Grenzen, ja. Das hat mit denen nicht wirklich was zu tun. Das ist kein wirklicher Kontakt, sondern die stürzen sich aufeinander. Aber das, was da innen los ist, was verdrängt ist, wird halt auch nicht kommuniziert. Ne? Und so ist es dann für beide eben schwierig. Das ist der Grund, warum sich Verschmelzungstypen, Autonomietyp dann als Paar trifft. Da wird dann der Konflikt nicht so deutlich. Weil da macht man dann das, ne? So ein Mix aus Verbindung und Distanz. Ne? Und dieser eigene blinde Fleck, dass ich das einfach so absolut nicht gesehen habe, ist das auch, weil ich Angst habe vor diesem Muster, also von meinem eigenen Ausdruck dann? Oder warum ist da so ein starker blinder Fleck? Ja, der blinde Fleck, den haben alle. Das ist ja, deswegen sind wir ja nicht verrückt geworden. Ne? Wir gaukeln uns als Kind was vor, um das System stabil zu halten. Ne? Also um es verständlicher zu machen, wenn ein Kind Gewalt erfährt, dann kann es sich nicht leisten zu sagen, ich habe böse Eltern. Warum? Weil damit eine völlige Aussichtslosigkeit verbunden wäre und die Erkenntnis, dass da keine Liebe und Zuwendung ist, würde das Nervensystem sprengen. Also ist eine mögliche Verzerrung, um stabil zu bleiben, nicht meine Eltern sind böse, sondern ich bin böse. So. Dann wachse ich mit dem Selbstbild auf, ich bin böse. Vor allem meine aggressiven Anteile, wenn die kommen, oder meine Bedürfnisse, ist böse. Ne? Warum? Weil dann kann ich mir selber die Illusion erzeugen, wenn ich böse bin, dann kann ich ja auch noch was dran machen, um gut zu werden, damit dann die Verbindung klappt. Ne? Und mit dieser Illusion, die uns als Kind gerettet hat, um nicht verrückt zu werden, gehen wir dann in das Beziehungsleben, dann läuft das Spiel weiter. Ja? Ich unterdrücke meine Aggression oder die Bedürfnisse und versuche auf der äußeren Ebene irgendwie besser zu werden oder gut zu sein, ja, oder Zuwendung zu geben, in der Hoffnung, dass dann die Verbindung stattfindet, die früher nicht stattgefunden hat. Passiert nichts, kommt zur Reinszenierung und der andere reagiert dann früher oder später so wie das frühere Umfeld. Ne? Und wenn ich aber anfange, das zu kommunizieren, dann gibt es eine Chance auf Kontakt, ne, und dann kann was Neues entstehen.
Ja, danke schön. Wir sehen immer, wenn wir nach draußen gucken, auf andere Menschen, wir sehen immer nur uns selbst. Ja. Immer nur, wir sehen nichts anderes als uns selbst. Das, was wir projizieren. Und wenn da was ist, was für uns schwierig oder unangenehm ist, dann deutet das halt darauf hin, dass das, was wir da sehen, wir in uns selber eben versuchen auszublenden. Und deswegen gibt es ja dann die ganzen Konflikte in den Partnerschaften. Ich habe noch eine kurze Frage. Du hast vorhin von Transformation gesprochen und von Heilung. Wie würdest du denn, oder bist du der Meinung, dass es überhaupt sowas gibt wie einen geheilten Zustand, also sozusagen alle blinde Flecken sind aufgelöst, man ist in der Lage, in Kontakt zu treten, aber auch ja, bei sich zu bleiben. Also wie würdest du einen geheilten Zustand definieren? Geheilt für mich bedeutet, dass wir den Mechanismus, den wir als Kind entwickelt haben, überwunden haben und den nach Bedarf einsetzen können oder eben ihn nicht einsetzen können und stattdessen uns mitteilen können. Ja, das ist für mich geheilt. Das heißt letztlich nichts weiter, als dass ich komplett sagen kann, was in mir los ist und nichts verschweigen muss. Weder meine Trauer noch meine Wut. Weil auf die zwei Kernemotionen kann man das zurückführen. Ne? Wenn ich in einem nahen Kontakt sagen kann, dass wenn Wut entsteht und das Trauer entsteht, dann ist das Entwicklungstrauma zu Ende. Hm. Und diese Unterscheidung ist so fundamental, das ist nichts so Subtiles oder so, sondern das ist so, das ist eigentlich, also ich weiß halt aus meiner eigenen Erfahrung, wenn das passiert, ist das so wie, als würde man überhaupt zum ersten Mal leben. Das ist wie, als würde das Leben dann dort erst anfangen zu enden. Ne? Das ist sehr, sehr grundlegend. Und würdest du sagen, dass es auch immer tiefer gehen kann, so dass man auch ja dann wieder auf spiritueller Ebene dann auch anfängt, ja zu erkennen, dass das Ego auch eine Art Illusion ist, weil das Nervensystem dann sich so weit ja reguliert, beruhigt, dass dann auch diese Trennung dann irgendwann aufgelöst wird durch das Ego? Wenn du vollständig in Kontakt treten kannst, interessierst du dich nicht mehr für Spiritualität. Keine Sekunde mehr. Das ist, als gäbe es das gar nicht mehr. Weil du dann auch so im Jetzt bist mit dem anderen. Da gibt es kein Weil. Das ist einfach, du bist in Verbindung, in Kontakt. Das ist das, was der Organismus braucht. Und es gibt keine Notwendigkeit, Energie in die Mentalität zu pressen, wo dann irgendwas mit Spiritualität bewegt wird. Das ist die Spiritualität. Das ist das Gleiche. Es gibt meiner Ansicht nach keine Spiritualität außerhalb des vollständigen Austauschs. Das ist alles Flucht. Das ist Flucht vor der Begegnung. Und das kriegt dann einfach ein Etikett, was für das Ego nicht gefährlich ist. Ne? Statt zu sagen, ich fühle mich einsam und verzweifelt, sage ich dann, ich bin spiritueller Sucher. Das ist nichts Schlimmes. Ja? Das hilft uns alles. Das Nervensystem macht keinen Quatsch, sondern alles, was da passiert, ist die beste Lösung, die der Organismus findet. Ja? Und dieses System versucht irgendwie, diesen Kontakt herzustellen, den es als Kind nie hatte. Und das weiß ja gar nicht, wie das geht, weil es das eben nie hatte. Also rotiert das darum, ja, bis genug Resonanz entstanden ist, dass dann eine Figur auftaucht, ja, die hilft, mehr Kontakt herzustellen oder mehr Kontakt herstellen kann. Und dann irgendwann ist das insgesamt gelöst. Hast du den Eindruck, dass momentan gesellschaftlich auch viel in die Richtung geht? Also in Richtung Heilung, Kontakt? Ja, schon einiges. Ist schwer zu beurteilen, aber
ich glaube schon, dass sich da einiges tut, auf jeden Fall. Wir nähern uns als in diesem Gesamtbewusstsein nähern wir uns ja auch wie dem Kontakt wieder an. Das kann man daran sehen, dass immer mehr Interesse an Traumatherapie besteht, dass die Leute von der Schocktraumatherapie jetzt langsam realisieren, ach so, es geht gar nicht um Schocktrauma, sondern um Entwicklungstrauma, ne? Und das, ne, wir nähern uns dem nach und nach an, bis diese Gesellschaft kapiert hat, dass es primär nur darum geht, weil alles darunter haben wir ja gelöst. Also Versorgung mit Essen und Trinken, sicheres Dach über dem Kopf, Kleidung, die primären Überlebensbedürfnisse für diese Körper, das haben wir ja bis zur Gänze erfolgreich komplettiert. Und das, was danach kommt, ist die Bindungsebene. Und das haben wir halt übersprungen und wollen da irgendwo anders was machen. Und wir nähern uns dem halt an. Ja. Und wenn das passiert, dann gibt es auch diese Explosion in die Spiritualität. Nur das interessiert dann niemand mehr, weil das ist dann das, was eh stattfindet. Ja. Das braucht dann kein Etikett mehr oder irgendwelche Methoden. Wir sind dann das alles einfach. Ja. Und solange das nicht stattfindet, solange wir an dem Punkt noch nicht sind, müssen wir halt, ja, sieht es halt ein bisschen komisch aus von außen. Aber ich will jetzt nicht, dass das so rüberkommt, dass ich was gegen diese Methoden habe. Also ich empfehle jedem auch, morgens eine Stunde zu meditieren, ja, zusätzlich. Das unterstützt sich beides. Nur wir dürfen einen Teil nicht ausblenden. Wenn wir nur meditieren, sitzen wir genauso in der Falle, wie wenn wir nur da im Bindungskontext herum machen und die Achtsamkeit dann nicht reinbringen können. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass viele dann Spiritualität und Meditation nutzen, um zu flüchten aus dem Kontakt. Natürlich auch irgendwo, ne? Die Gefahr besteht natürlich dann auch. Ja, und auch das andere, was weiß ich, jahrelange Psychotherapeuten, die sich nur darum drehen, aber nicht diesen Schritt in die, oder was heißt diesen Shift in die Transpersonalität machen, die da einfach nicht über dieses Ich rauskommen, ja, die nicht sehen wollen, dass da nichts ist. Ja, das ist genau das andere Extrem. Also ja, deswegen muss zusammenkommen. Gopal, ich habe gelesen, du warst jetzt oder bist noch, weiß ich nicht, in Deutschland und da war auch eine Einweihung von einem EM-Café und da hast du auch so in der Richtung was gesagt, nämlich, dass du es toll findest, dass zum Beispiel EM so ins Natürliche, ins alltägliche Leben reingeht. Vielleicht kannst du da noch was zu sagen. Ja, das war, mir kam irgendwann die Idee, man könnte doch ein EM-Café machen als Schnittstelle in den Alltag der Gesellschaft. Ja, und ich hätte nicht damit gerechnet, dass das jemand so schnell umsetzt. Ne? Nach ein paar Wochen kam auf einmal die Mail, wir öffnen eine EM-Café. Da war ich dann ziemlich perplex und weil ich versprochen habe, ich komme dann dahin. also bin ich dann da auch hin. Ja, ich bin auch froh, es war auch toll, aber es war eine Riesenanfahrt. Jedenfalls war dann eine schöne Veranstaltung, ein schönes Event und also war eine Wahnsinnsenergie da und das ist dann wie so eine physische Anlaufstelle für Leute, die sich dafür interessieren oder Hilfe brauchen. Das ist mein Buch, liegt da zum Verkauf, ist an einen Bioladen angeschlossen. Also das ist schon eigentlich, das ist exakt das, wo ich lang möchte, ne? Dass das Teil der Gesellschaft wird. Also deswegen war mir das auch so wichtig, da hinzufahren. Und das ist für mich ein ganz, ganz bedeutsamer Vorgang, ne? Weil das im, wie so, das ist wie eine Insel in diesem ganzen Sumpf, wo das reinragt. Ne? Normalerweise ist das ja immer hinter verschlossenen Seminartüren oder in kleinen Gruppen. Aber wenn sowas losgeht, dann ragt es wirklich in den Alltag der ganzen Bevölkerung rein. Und das ist natürlich super. Wie ist das praktisch? Können Menschen da hinkommen und die dann zufällig andere treffen, die auch EM machen wollen? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, zum Beispiel so, dass das als Anlaufstelle für Suche nach Gleichgesinnten dient, dass man das dort auch mal macht am Tisch. Ist natürlich nicht so ein sicheres Umfeld wie zu Hause, aber dass man das da auch macht. Da ist jemand vor Ort,
die sich damit auskennt, die da auch sagen kann, hier, da gibt es eine lokale Gruppe, oder wenn jemand eine Gruppe leitet und es Probleme gibt, dass sie da helfen kann. Also so als Anlaufstelle für Gleichgesinnte würde ich es betrachten. Da würdest du auch empfehlen, dass andere das auch machen könnten? Ja, unbedingt. Wer irgendwie die praktischen Möglichkeiten hätte, sowas zu unbedingt organisieren. Ja, und also ich kriege ständig Fragen, oder die Leute wollen das überall jetzt reinbringen. Ja, Lehrer in die Schulen, in die Krankenhäuser, ne, am Arbeitsplatz, überall höre ich das jetzt. Und ja, man darf halt nicht vergessen, dass diese Umgebung halt nicht sicher sind. Aber trotzdem müssen wir auch da an der Stelle das voranbringen, weil sonst wird das nie, sonst kommen wir da nicht hin als Gesellschaft insgesamt. Ne. Und das Letzte, was ich mir dann vorstelle, ist, dass es einfach öffentlich auch sichtbar ist, und zwar von denen, die Anführer, die Führungsposition in dieser Gesellschaft haben. Ich möchte irgendwann Leute sehen im Fernsehen, in den Medien, die Machtpositionen hier innehaben, die das vormachen. Ich will das von diesen Leuten sehen. Das sind die Letzten, die das lernen werden. Die Allerletzten. Die werden das zuletzt schaffen, wenn überhaupt. Aber wenn wir an dem Punkt sind, dass die Figuren, die Macht innehaben, das machen und können, dann haben wir eine neue Welt. Da arbeite ich hin, dass das passiert. Du hast ja auch schon die Partei, die Basis unterstützt, weil das da auch eingeführt worden ist von verschiedenen Gruppen. Ich habe die Frage nicht verstanden, kannst du nochmal sagen? Du hast ja schon die Partei, die Basis unterstützt, weil da haben es ja auch Menschen lokal gemacht. Ist das irgendwie weitergegangen? Genau, ich habe viel da investiert an Zeit und Energie. Wieder genau der Stand ist, weiß ich. Ich habe mich inzwischen etwas rausgenommen, weil ich sozusagen möchte, dass ja das auch die Leute selber machen und unabhängig von mir. Ich habe Energie reingesteckt, um den Vorstand zu erreichen. Ja, also da hätte ich dann wirklich intensiv gearbeitet, und das hat sich herausgestellt, dass das funktioniert nicht. Ja, das ist meistens so, das ist das, was ich gerade angesprochen habe. Die Führungsmannschaft sind die Letzten, die das machen und lernen wollen, und das muss offensichtlich von unten wachsen, ne, nach oben, dass dann von unten sozusagen dann Menschen diese Position dann irgendwann besetzen, die diese Kontakt- und Bindungsfähigkeit haben. Und das hat sich in anderen Gruppierungen, Vereinen auch herausgestellt, dass die Führungsleute sich damit sehr, sehr schwer tun. Nicht überall, also es gibt auch Vereine, wo das so funktioniert hat, aber meistens ist es so, dass die Basis das möchte, die einfachen Menschen, und die anderen wollen eher, die beharren eher auf ihrer Position. Ja, dann wäre es auch toll, wenn die Superreichen das machen würden, weil die haben ja auch durch ihren Reichtum enorme Macht, ne? Ja, die brauchen das ja nicht, die leiden ja in dem Sinne nicht. Die können ja kompensieren und konsumieren und haben auch Macht. Die haben keinen Antrieb dafür. Das ist so ein bisschen ähnlich wie in der Therapieszene. Den höchsten Druck haben ja die Patienten und Klienten. Die Therapeuten, denen geht's doch super. Ja, die haben eine tolle Position, sind anerkannt, die haben keinen wirklichen Druck, das sozusagen weiterzuentwickeln, aber die leiden, die haben den höchsten Druck, und das geht dann so weit, dass sich das Klienten das Namenbuch von Lawrence Heller nehmen und ihrem Therapeuten auf den Tisch knallen und sagen, können Sie das? Und wenn Sie nicht können, das will ich, das brauche ich. Ja. Also das heißt, die Veränderung wird auch von den Betroffenen angeschoben, ne, von unten sozusagen. Und je mehr eben Menschen Traumatherapie machen statt irgendwas anderes, was vielleicht nicht so gut funktioniert, desto mehr sozusagen wächst ja auch der Markt dann an der Stelle. Ne? Aber ja, wäre schön, ne, wenn die Reichen das, wenn die das unterstützen würden. Bisher leider noch nicht, habe noch keine Millionen überwiesen bekommen. Aber dann wird es ja direkt eine Milliarde kriegen, wenn das die ganz die Richtigen machen würden. Ja, hat noch jemand aus dem Team Fragen, oder Gopa möchte? Ja.
Ich hätte noch eine Frage, und zwar in Bezug auf das, was Lisa eben gesagt hat. Ich bin da ein bisschen irritiert, weil du in deinen Posts manchmal auch davon sprichst, Gopal, dass auf Telegram, ich bin in den Telegram-Gruppen, dass die Welt quasi am Ende ist, wir stehen am Abgrund, und sprichst du da von verschiedenen Ebenen, also jetzt zum Beispiel im Zusammenhang mit der Corona-Politik, dass alle ferngesteuert sind, diese Dinge. Ich kriege das irgendwie nicht zusammen damit, dass wir jetzt auf einem guten Weg sind. Ja, es scheint ja so zu sein, dass es verschiedene Bewusstseinsniveaus in der Bevölkerung gibt. Ne? Und die auf einem guten Weg sind, sind halt leider in der Minderzahl anscheinend noch. Ne? Aber das wächst. Also es werden mehr, glaube ich. Okay. Danke. Ich wollte nur noch kurz mitteilen, du hattest heute, glaube ich, ein Video hochgestellt, dass es ein Institut in Heidelberg gibt, was irgendwie das, ich nenne es mal System, beim ehrlichen Mitteilen so gemacht hat, dass die Leute gleich 8-mal kommen, also dass da eine gewisse Verbindlichkeit ist, wenn sie neu einsteigen. Und mir ist das nämlich eben auch aufgefallen, dass die Leute 1-2-mal kommen und dann sehen sie irgendwie, merken sie keinen Effekt oder wie auch immer, und sagen dann, ja, EM habe ich mal gemacht, aber hat mir irgendwie nichts gebracht. Und das wollte ich einfach nur noch mal mitteilen, dass ich das dem so zustimmen kann, dass es gut ist, sich 8 oder 10 Mal zu überwinden, und dann merkt man, was das für eine Kraft und Wirkung hat. Mhm. Ja, ich bin auf die Idee auch nicht gekommen. Das haben die mir erzählt in Heidelberg. Und dann dachte ich, ja klar, ist eigentlich offen, wenn man es gehört hat, dann ist offensichtlich, ja, kann man wirklich mal ausprobieren. Ist halt, der Aufwand am Anfang ist halt einfach höher, ne? Dann Vortrag und eine ausführliche Einführung und so. Aber ja, es scheint sehr gut zu funktionieren. Ja. Ich hätte doch auch noch eine Frage. Ich habe gemeint, dass ich von dir gehört habe, dass Ohnmacht kein Gefühl ist, aber Hilflosigkeit. Kannst du da was zu sagen? Das habe ich irgendwie nicht verstanden. Naja, letztlich ist beides eine Aussage über die äußere Situation. Ne? Also wenn wir jetzt genau das mal angucken, Ohnmacht ist eine Beschreibung einer äußeren Situation. Ne? Zum Beispiel, ich bin eingesperrt und kann nicht raus. Das ist ein äußerer Zustand von Ohnmacht, genauso wie Hilflosigkeit. Das ist eigentlich nicht das Gefühl. Wenn man da tiefer reinschaut, man kommt unten wirklich eigentlich immer nur bei 2 Gefühlen raus, Trauer und Wut. Also wenn du sagst Hilflosigkeit und Ohnmacht, wenn du da genauer reinschaust, wirst du vielleicht mehrere Schichten, Wut, Trauer und dann nochmal Wut, wie auch immer. Aber das eigentliche Gefühl ist immer das, ja, Wut und Trauer, das ist das, was unten aber rauskommt, also was unten die Basis ist. Und es kann halt sein, dass das durch die Not im Körper, durch die biologische Not, die früher als Kind ja real war, das ist ja real überlebensgefährdend für ein Kind, und das erlebt der Organismus im Erwachsenenalter ja immer noch so, dass das wie überlagert ist von dem Notzustand des Körpers, also dass es als Gefühl gar nicht zugänglich ist. Also kann zum Beispiel sein, dass wenn du sagst, hilflos, Ohnmacht, dass damit eigentlich eine Erstarrung im Körper gemeint ist und dass die emotionale Ebene da gar nicht zugänglich ist. Und wenn aber das sozusagen nach und nach in Kontakt gebracht wird, und du sagst, ich fühle mich gerade hilflos und ohnmächtig und der Kopf denkt, dass du mir gleich was auch immer, so und so weiter, und dann kann es halt sein, dass nach und nach das Gefühl dazu wahrnehmbar wird. Und da wirst du sehen, es ist immer nur Wut und Trauer letztlich am Boden. Und wenn das dann kommuniziert wurde und das auch noch durchgelaufen ist, dann ist der Spuk zu Ende. Aber wenn ich dann nur Wut kommuniziere, da ist Wut, das reicht doch immer noch nicht, oder? Doch, das reicht. Wenn es die tiefste Ebene ist, die verdrängt wurde, reicht das. Ja? Das zu kommunizieren, ich fühle Wut oder ich fühle Trauer, und die Projektion abzuklären. Mein Kopf denkt, dass du mich gleich umbringen willst, stimmt das? Ja? Und das mit dem Partner abklären. Ja? Dann das kann, weißt du, das kann sein, dass sich das in 10 Minuten auflöst. Ja? Es kann sein, dass es mehrere Runden braucht, aber ich sehe das immer wieder. In 10 Minuten kippt das ganze System. 30, 40 Jahre war das so, einmal da rein, genau den Kern getroffen, alles kippt und es ist nichts mehr wie vorher.
wie gesagt, der Aufhängepunkt ist nur diese Projektion, dass der andere, wenn wir uns annähern, etwas Bestimmtes Schlimmes macht mit mir. Das ist die Erfahrung der Vergangenheit in die Zukunft auf den Partner projiziert. Und da gibt es nur vier Möglichkeiten, vier Kategorien: angreifen, weggehen, totstellen, manipulieren. Nur eins davon ist es. Und wenn ich das habe, ist es erledigt. Wenn man es gesagt hat, ist es erledigt. Wenn man es herausgefunden hat und im nahen Bindungskontext kommuniziert hat und abgefragt hat, ob das so ist, ja, und das dann mit dem anderen hat durchlaufen lassen. Und das Verrückte ist ja, das macht nicht mal was, wenn es so ist. Das erzähle ich ja in den Floating-Runden auch immer. Wenn die Projektion bestätigt wird, macht das auch nichts. Ist völlig egal, ja. Also wenn ich eine Gefahr projiziere und der andere sagt, ja stimmt, ich fühle rasende Wut und mein Kopf denkt, am liebsten würde ich mit dir das und das und das machen. Funktioniert trotzdem. Auch egal, ob er das sagt oder sagt, nee, ich mag dich, ist nicht so. Spielt alles keine Rolle, weil es keine Rolle spielt, was in uns los ist, sondern der Austausch ist die Lösung. Es ist so verrückt, ja. Weil wenn beide sich austauschen, dann löst sich das auf beiden Seiten gleichzeitig. Also es hat nicht nur einer ein Problem. Wenn jetzt einer kommt mit einer Sache, der andere hat auch. Ja, das ja. Aber ja nicht, wenn du der Therapeut bist. Wie wenn ich nicht der Therapeut bin? Na, wenn du der Therapeut bist und ich erzähle dir das, dann ist die andere Seite ja. Ja doch, das System nutzt ja das zur Projektion, was da ist. Wenn nur ich da bin, nutze halt mich als Projektion. Na, und wenn du allein im Zimmer bist, nutzt dein System die Gegenstände zum Projizieren. Mhm. Nur die helfen mir dann nicht, da rauszukommen. Genau, weil du mit denen nicht in einen Austausch treten kannst. Ne? Weil es dadurch das Bindungsmuster nicht aktualisiert werden kann. Ich hätte auch noch mal eine letzte Frage zu dem, was ihr gerade besprochen hattet, Yvonne und du. Und davor hattest du auch schon mal was erwähnt mit Reinszenierung und dass man sich das ja quasi seinen eigenen Film quasi, dass der abläuft im Außen aufgrund von ja diesen ungelösten Traumata. Und dann könnte man doch eigentlich auch sagen, wenn alles irgendwo auch eins ist, dass man sich das ja selbst erzeugt im Außen, dass man durch seine eigenen abgespeicherten inneren Dinge, die man eben halt noch falsch interpretiert im Außen, dass man damit guck mal, Lisa, ich kann dir kaum folgen. Das ist so weit weg von deinem inneren Erleben, das ist für mich fast nicht zum Aushalten. Was hat das alles mit dir zu tun? Nichts, nichts. Du kommst damit nicht zur Lösung. Nee, aber also ich meine, trotzdem, es ist mir irgendwie wichtig zu sehen, das ist mir mit meiner Mutter so ergangen. Also da waren viele Sachen, die mich getriggert haben und dann habe ich viel Heilung betrieben und das ist weg und es begegnet mir auch nicht mehr im Außen von meiner Mutter. Sodass dieses Täter-Opfer-Spiel aufhört, indem man ja sich ehrlich mitteilt und in Kontakt kommt, dass man damit auch quasi ja sein Gegenüber aus dieser Rolle rausnimmt, dass da Heilung auch beim Gegenüber geschehen kann. Ja, das ist so. Wenn zwei Ehrliches mitteilen machen, dann werden es beide transformiert. Ja, ja, auf jeden Fall. Es braucht zwei. Ne? Es braucht zwei und wenn die zwei das machen, verändert sich das auf beiden Seiten. Absolut, ja. Ja, und das ist doch echt faszinierend, dass man dann auf diesem Täteropfer. Das war die Fluchtreaktion wegen zu viel Kontakt. Hab die IT übernommen. Tja. Opa, hast du noch was, über das du gerne sprechen möchtest? Nee, nichts Abstraktes. Alles gesagt, glaube ich. Außer ich freue mich, dass wir so viel Austausch jetzt hatten. Ich glaube, da ist viel auch Verständnis vielleicht entstanden. Also ich freue mich einfach.
bin immer wieder erstaunt, wenn das über Fragen, also dann passiert einfach irgendwie immer mehr, als wenn ich nur irgendwelche langweiligen Vorträge halte. Also vielen Dank. Ich würde doch gerne noch mal was fragen. Oder ich habe von dir gehört, ich weiß nicht, ob ich das richtig rüberbringe, dass du so straight sein musst mit den Menschen. Also es wirkt ja manchmal auch so ein bisschen hart, sag ich mal, damit dieses Ich nicht irgendwie da anfängt. Ja, also ich weiß nicht, ob ich es richtig rübergebracht habe. Also du musst eine bestimmte straighte Art haben in deiner Arbeit, damit dieses Ich nicht macht, was es will. Ist das so? Ja, das ist teilweise sehr brutal, muss man da vorgehen. Aus Sicht des Egos, weil sonst nichts passiert. Ja, das wollte ich nochmal wissen. Das ist aber, das ist nicht gegen jemand, sondern es ist schwer zu erklären, ja, weil es kommen ja zwei Anteile zu einem in einem Klienten. Ne? Der eine Teil möchte Heilung und Kontakt, der andere Teil möchte keine Heilung und keinen Kontakt. Ne? Und wenn jetzt der Teil, der Heilung will, sehr im Vordergrund schon ist, ne, dann ist die Arbeit eher leicht. Ja, wenn der aber eher im Hintergrund oder nur noch nicht so ganz stark ist und der Teil, der abwehrt, noch sehr stark ist, dann ist die Arbeit anstrengender. Ne? Und das kann dann bis zu einer Art, ja, Krieg müsste man fast sagen. Es ist ja kein Krieg, sondern es ist eine Verhandlung. Wie so eine Überredung dieses Systems, dass von mir keine Gefahr ausgeht. Ja. Und das kann manchmal sehr seltsam oder radikal aussehen. Und da gehe ich auch noch bis zu einer gewissen Grenze. Also ich mache das nur so lange, bis klar ist, dass der Teil, der keine Heilung will, dass der sozusagen Überhand hat, und dann höre ich auf, ja, weil dann ist klar, da dieses Thema kann ich so nicht erreichen. Ne? Und es ist, was ich mache, ist auf eine Art eine männliche Energie, ein männlicher Ansatz. Es gibt Sachen wie Namen zum Beispiel, das ist eher aus meinem Empfinden was Weibliches. Da gibt man diesen Dingen viel Raum. Ne? Das ist ein sehr sanfter Ansatz. Man gibt dem viel Raum, aber mein Gefühl ist, es dauert dann halt auch viel länger. Ja, und mir war es früher wichtig, ich wollte einfach so schnell es geht raus aus der Hölle. Und das ist das, was ich jetzt anbiete. So schnell raus aus der Hölle, wie es nur geht, ohne irgendwelche Bedingungen. Und wer jetzt das nicht so mag, dem empfehle ich Namen. Ja, da wird also sehr, sehr vorsichtig vorgegangen. Okay, danke. Die Antwort. Super, mir ist jetzt auch noch mal eine Frage gekommen, wenn das für dich noch okay ist. Ja, ich muss mal meine Beine etwas neu arrangieren, so nach anderthalb Stunden. Ups. So, jetzt. Ja, du hast gesagt, also es ist ja klar, es geht um Austausch zwischen Menschen. Aber kann das auch, wenn die Situation so ist, Austausch mit dem Tier sein? Also mit dem Tier kann man nicht sprechen, aber man kann es anfassen, es reagiert auf einen. Kann das auch Kontakt mit Tieren auch heilend sein? Es kann hilfreich sein, es kann aber nie die Lösung sein, weil unsere Biologie hat das Bedürfnis nach Austausch mit menschlichen Nervensystemen über Klang und Körperkontakt. Das ist das, was das Bindungsmuster auflösen kann und dann in die Regulation bringen kann. Trotzdem kann das hilfreich sein für Menschen, für die zum Beispiel der direkte Kontakt so bedrohlich ist, dass die Hürde zu groß ist. Und wenn eben kein geeigneter Therapeut verfügbar ist, dann ist es immer noch besser, Kontakt zu einem Tier zu haben, als gar keinen Kontakt. Ja. Aber man muss da aufpassen, weil es kann halt auch einen vom Weg abbringen, weil das kann sich auch sehr schön anfühlen. Und da gibt es immer wieder Menschen, die sagen mir, ja, ich habe hier lauter Tiere, ich brauche keine Menschen. Das stimmt nicht. Ne? Das stimmt nicht. Wir brauchen zwingend Menschen. Ne? Aber es kann auf jeden Fall trotzdem ein Anfang sein. Und wir haben auch einen kleinen Hund. Also es ist unglaublich, was da so abgeht. Aber es ist eben nicht die Lösung. Das kann Dinge in Bewegung bringen, so, aber ja, ein Tier kann nicht auf unsere Bedürfnisse reagieren. Ne?
nicht so, wie wir das brauchen. Es ist kein wirkliches, vollständiges Gegenüber. Es ist besser als nichts, besser als eine Pflanze, aber es reicht einfach nicht. Und natürlich, wenn man der gar nichts hat, ist das natürlich toll. Ja, okay, danke. Erhellend. Ja, ich hätte noch eine letzte Frage. In den älteren Videos hast du oft Somatic Experiencing empfohlen und jetzt heißt es schon seit längerem, dass du Namen als Favoriten siehst. Ich hatte SE nie als Favoriten. Also ich empfehle SE immer noch. Also es gibt Dinge, die gut sind. Ja, es gibt Dinge, die kompletter Unsinn sind. Und zu den Dingen, die gut sind, gehört SE, also Somatic Experiencing, TRE auch. Ja. Aber wie gesagt, das ist alles Schocktraumaarbeit. Genauso wie Vagusübungen. Die Vagusübungen zu machen, ist besser, als sich zu besaufen. Ne? In jedem Fall. Aber es ist halt nicht, es adressiert nicht den Kern des Problems. Und der Kern des Problems ist nun mal nicht Ladung im System wegen Schocktrauma, sondern Ladung im System wegen projizierter Gefahr im Bindungskontext. Und das kriege ich mit SE nicht weg. Das kriege ich nicht aufgelöst. Ne? Und da ist Nam sozusagen, ist weiter. Ne? Also Nam ist Bindungsarbeit mit Arbeit am Nervensystem kombiniert. Das ist also das Fortschrittlichste, was ich kenne, was es gibt, meiner Ansicht nach. Ne? Und ja, was ich mache, geht in die gleiche Richtung, aber ich möchte mich nicht mit Namen da vergleichen. Also wer jetzt zum Beispiel keinen Namentherapeut findet, aber jemand, der es eh macht, wäre super, würde ich sofort machen. Oder parallel auch, ja. Unbedingt. Also. Oh, jetzt würde ich doch noch ganz gerne. Also nochmal wegen der Ladung im Körper. Also habe ich das so verstanden? Die Ladung ist nicht dauerhaft im Körper, sondern durch die Gedanken wird das jeden Moment neu erzeugt. Ich würde, weißt du, es ist schwierig, diese Dinge, die sind sehr kompliziert. Das kann man nicht in wenigen Sätzen erklären. Also wenn du das in der Tiefe verstehen willst, empfehle ich dir mein Video Tiefe Einblicke in die Traumaarbeit mit Floating. Da habe ich die ganze Theorie in einer Stunde, das ist für Fachpersonal, für Menschen, die das wirklich verstehen wollen. Und ich würde das nach dem Buch lesen von Lauren Zeller, das heißt Entwicklungstrauma heilen, dann kriegst du diese Klarheit und die Polyvagaltheorie auch noch lesen. Es ist einfach schwierig, das in ein paar Worte zu packen. Die Ladung im System, im Körper, die ist natürlich, die ist dauerhaft da auf eine Art, solange das nicht gelöst ist. Aber natürlich steigt die auch, je mehr Nähe entsteht. Ja? Weil mit mehr Nähe ist mehr Gefahr verknüpft im System, scheinbar. Also steigt dann auch der Druck im System. Ne? Und aber der Aufhängepunkt für die Ladung ist die Projektion von Gefahr im Bindungskontext. Wenn aber jetzt nicht viel Nähe da ist und viel Distanz da ist, dann ist natürlich der Druck nicht so groß. Ja? Deswegen schwankt das auch. Aber trotzdem ist dieses Programm dauerhaft aktiv, was den Körper unter Stress setzt. Ja? Ich weiß nicht, ob es das klarer macht. Also, aber für den Verschmelzungstyp ist andersrum, oder? Also wenn die Nähe nicht da ist, dann ist es spannend. Das kann man nicht in diesen einfachen Sätzen erklären. Okay. Guck mal, du suchst jetzt eine einfache Erklärung in wenigen Sätzen. Du kannst damit komplett aufhören und einfach in Kontakt treten. Du musst dir diesen Stress nicht machen. Okay. Das bringt dich, diese ganzen Erkenntnisse, die führen dich nirgendwo hin. Das ist eine Flucht vor dem Kontakt. Statt einfach zu sagen, was du brauchst und wie es dir geht. Und wenn es dich wirklich interessiert, dann lass dich ausbilden. Ja. Was ich mich frage, wie ihr das alles zusammenkriegt, weil ihr interviewt ja so viele Leute und von jedem kommt irgendwas anderes. Also das finde ich bewundernswert. Also. Ja,
Ja, also ich könnte das nicht, also ich das, für mich ging das nicht, ich könnte das nicht, ganz ehrlich. Bei mir ist es so, dass ein gewisses Einschwingen dann da ist auf die Energie und auf die Themen und auf das, was den anderen irgendwie ausmacht. Und das ist auch bei manchen einfacher und bei manchen schwerer. Ne? Also das heißt, es passiert ja eben mehr oder weniger von alleine. Mhm. Ja. Und in dem Moment bin ich dann auch ganz bei dem und bei dem seinen Aussagen und was er präsentiert. Und dann passiert, dann fließt das eigentlich von alleine. Aber mit einem anderen ist es dann wieder ganz anders. Ne? Mhm. Also das ist auch, dass dadurch quasi auch so das Weltbild so ein bisschen mal so ist, weil ich mich auf den oder die einschwinge. Interessant, ja. Ja, vielleicht auch typisch Verschmelzungstyp, ne? Für Autonomietypen ist es nicht so gut auszuhalten, wenn sich das Weltbild ständig ändert, aufgrund verschiedener Inputs, ne? Das ist wäre eher anstrengend. Vielleicht sind viele Moderatoren sind Verschmelzungstypen, das könnte ich mir gut vorstellen. Also auch diese Offenheit dann so, ja. Ja, schön ist, wenn eine Herzverbindung dabei ist und also ich erlebe es so und das erlebe ich jetzt mit dir so. Dann ist da irgendwie auch Berührtheit. Mhm. Ja, das ist schön. Ich fühle mich jetzt auch berührt irgendwie. Jetzt haben wir viel Brimborium gemacht, ne, über den Verstand, ne, dass wir dann da ankommen, ne. Aber Hauptsache, wir kommen da an. Auch mit 2 Stunden Vorarbeit. Ja, aber was wir gesagt haben, hat ja auch vielleicht für Leute praktischen Wert. Also für uns selber und auch für andere. Ja, unbedingt. Ja, vielen, vielen Dank. Danke euch auch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.